Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, mich hinzusetzen und ein bisschen zu plaudern. Ich habe vergessen, mir einen Tee zu machen, aber vielleicht kannst du dir einen machen und mit mir ein bisschen Schwätzchen halten hier. Ich habe gerade vor einigen Tagen eine schöne Frage erhalten unter einem meiner Videos von der Willamy. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Sie sagt, dass sie ihr eigenes DIY-Business aufmachen möchte und fragt, wie ich mit der Puppenherstellung begonnen habe, ob ich einen Kurs besucht habe und danach meine eigenen Schnittmuster gemacht habe oder ob ich mir alles selber beigebracht habe. Und ich dachte, das war eine schöne Frage, die ich gerne beantworten möchte. Deswegen mache ich ein Video darüber. Also, wie habe ich angefangen? Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mama ganz früher für uns, als wir Kinder waren, Waldorfpuppen selber gemacht hat. Ich komme aus einer Familie mit vielen Generationen, die in Waldorf überall unterwegs waren. Meine Großeltern haben Waldorfschulen gegründet und auch Waldorf-Universitäten. Meine Urgroßeltern waren schon in der Waldorf, Gesellschaft, Gemeinschaft, keine Ahnung, Steiner, keine Ahnung, anthroposophischen Gesellschaft, glaube ich, involviert. Und ich habe auch einen kleinen Overall noch gefunden, den meine Mama gemacht hat vor ungefähr 34 Jahren für eine unserer Puppen. Mein Bruder wollte damals einen Freund haben oder ich auch, und ich weiß noch, dass sie uns eine lebensgroße Puppe genäht hat, riesig große Puppe, die Sebastian hieß. Und daran kann ich mich erinnern. Vielleicht finde ich ein Foto und kann das hier irgendwo einblenden. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Also ich habe ganz schöne Erinnerungen an Waldorfpuppen aus meiner Kindheit. Meine Mama hat immer mit ganz viel Liebe alles uns versucht zu geben, was uns genährt hat, seelisch und emotional und so weiter. Später, dann habe ich alles vergessen über die Waldorfpuppen, und später, als ich dann hier nach Australien gezogen bin, habe ich auf Facebook eine Puppe gefunden, in meinem Newsfeed von Bambuletta, glaube ich. Bambuletta oder Dragonflies Hollow, Bambuletta. Und da ist mein Herzchen hochgesprungen, hat sich erfreut. Und ich dachte, oh, die sehen so süß aus. Oh mein Gott, die sind so niedlich, und wollte unbedingt eine haben. Bin ich auf die Webseite gegangen und die waren immer ausverkauft zu der Zeit. Das war 2010 oder so. Ja, 2009, 2010. Immer, immer ausverkauft, und ich konnte keine bekommen. Und auch die Preise, die waren in meinen Augen so hoch, dachte ich, das kann ich mir ja niemals leisten. Da habe ich mich erinnert, dass meine Mama ja Puppen gemacht hat für uns früher. Dachte, vielleicht kann ich ja selber lernen, Puppen zu machen. Hab mir ein paar Materialien gekauft und dachte, habe das völlig unterschätzt. Dachte, ach, ich kann mir eben schnell selber eine Puppe nähen. Hab dann sehr, sehr schnell herausgefunden, dass das nicht so einfach ist, und wurde dann etwas demütiger in meiner Haltung. Bin dann wieder auf die Bambuletta-Seiten gegangen und habe dann angefangen, mir selber Puppen zu kaufen, weil ich so eine große Hochachtung für Puppenmacher bekommen habe, dadurch, dass ich es eben versucht habe, selber zu machen. Ich habe ziemlich großes Selbstvertrauen in mich gehabt. Ich war immer ganz gut so handwerklich und basteln und so weiter. Dachte ich, das kriege ich schon hin, habe es aber nicht hingekriegt. Da dachte ich, boah, die haben aber gutes Wissen, das kann ich nicht. Die können das. Und dann habe ich eine große Hochachtung eben gewonnen. Habe dann angefangen, selber Puppen zu kaufen, habe eine riesen Puppensammlung mir zusammengekauft. Und auch viele Puppen für meine Tochter gekauft. Meine Tochter mag eigentlich lieber Stofftiere als Puppen, also habe ich die eigentlich für mich auch gekauft. Wir hatten dann zu einem Zeitpunkt eine ziemlich große Sammlung. Meine Tochter hat immer noch alle ihre Puppen, die möchte keine ihrer Puppen abgeben, obwohl sie nichts mit denen macht. Und auch mittlerweile sind sie, glaube ich, in der Box, damit sie nicht von den Motten zerfressen werden. Und ja, dann ich habe immer weiter Puppen gekauft und dann auch trotzdem immer noch weiter geübt, Puppen selber zu machen. Und als ich dann irgendwie an einem Punkt war, wo ich nicht weiterkam, habe ich dann angefangen, mir Bücher zu kaufen. Hier die Waldorfpuppe von Karin Neuschitz. Making Waldorf Dolls von Marie-Christine Seely. Und Fröhliche Puppen von Freya Jaffke. Die Freya Jaffke ist eine Freundin von meinen Großeltern. Meine Großeltern sind schon nicht mehr unter uns, aber die Freya Jaffke hat dieses Buch geschrieben, und ich hatte die Freude, sie ab und zu mal zu treffen bei meinen Großeltern im Haus. Und ich habe sehr viel Inspiration bekommen von den Büchern, aber ich kann Anleitungen nicht folgen. Ich bin ganz furchtbar auch bei Rezepten. So geschriebene Anleitungen, mein Gehirn kann das irgendwie nicht verarbeiten.
Ich habe sehr viel Inspiration immer, habe mir die Bücher angeguckt und so weiter. Ich habe nie eines der Schnittmuster gemacht. Ich habe immer irgendwie den Ehrgeiz gehabt oder weil ich einfach so veranlagt bin, das immer selber zu machen. Ich habe so diesen Drang, immer alles selber zu machen, selber herauszufinden, selber zu erarbeiten, selber zu verstehen und habe dann eben weiter versucht und irgendwann war ich ganz fröhlich, ganz glücklich mit meinen Püppchen. Die fingen an, süß auszusehen und das hat aber ein paar Monate gedauert. Weil es damals auch keine Anleitung gab. Mein Gehirn kann gut mit Videoanleitungen klarkommen. Deswegen mache ich jetzt auch Videoanleitungen. Ich gucke auch am liebsten Rezept-Videoanleitungen. Dem kann ich folgen. Aber so Schnittmuster, nee, bin ich allergisch gegen irgendwie. Und die Puppen fingen an, süß auszuschauen. Und dann habe ich auch auf Facebook irgendwie meine Puppe gezeigt und wurde dann. Puppenkäufer haben mich dann gefunden und haben gesagt, oh, deine Puppen sind ja so süß, würde die gern kaufen, mach doch einen Etsy-Shop auf. Dann habe ich einen Etsy-Shop aufgemacht, habe dann eine Zeit lang jede Woche 6 bis 8 Puppen gemacht und die waren dann auch immer in 30 Sekunden weg, verkauft. Das war echt eine tolle Zeit damals. Hat richtig viel Spaß gemacht, es war sehr, sehr arbeitsintensiv. Ich habe fast niemals irgendwas anderes gemacht, außer Puppen machen. Irgendwann wurde mir dann klar, was ich am liebsten mache, ist diese Herausforderung von Schnitten selber zu machen und selber rauszuarbeiten. Schnittmuster für Puppenkleider und auch für Handtaschen und für meine eigenen Klamotten, für meine Tochter Klamotten und sowas. Und dann habe ich angefangen, meine Schnitte zu verkaufen. Und im Moment arbeite ich an einem neuen Projekt hier. Hier ist eine kleine Vorschau. Das ist ein geheimes Projekt noch. An dem arbeite ich schon seit 3 oder 4 Monaten. Das wird noch ein paar Monate dauern, bis das fertig ist, weil das so eine riesen Kollektion sein wird. Aber ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ja, so war das. Ich habe niemals einen Kurs besucht. Ich habe auch keine Anleitung gefolgt, weil mein Gehirn das irgendwie nicht verarbeiten kann. Ich habe mir alles selber beigebracht und habe meine eigenen Schnittmuster immer gemacht von Anfang an. Und ich freue mich, dass ich jetzt alles, was ich über die letzten 8, 9 Jahre gelernt habe, hier auf dem YouTube-Kanal zeigen kann. Ich hoffe, euch gefallen die Videos. Ihr könnt mir immer Kommentare hinterlassen mit Verbesserungsvorschlägen und so weiter oder Wünschen, was ihr sehen möchtet. Mein Gehirn kann am besten mit Videoanleitungen arbeiten und ich hoffe, es ist auch für euch sehr brauchbar und nutzbar. Ja, das war meine kleine Geschichte hier zu der Frage. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wenn du auch eine Frage hast an mich, dann hinterlass doch einen Kommentar. Ich würde mich freuen, dann in Zukunft nochmal wieder ein Q&A-Video zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.